Servus, liebe Modellbahnfreunde, seid gegrüßt zu Film Nummer 72. Ja, es war jetzt eine verdammt lange Pause, 4 Wochen. Ich entschuldige mich da jetzt nicht dafür. Es war einfach, erstens mal war Urlaub, dann war es brütend heiß, dann war viel Rockrail, Rekontakte. Verlege, anschließe, also praktisch die Programmierung vorbereite. Also von daher, und ich sehe nicht ein, oder ich möchte nicht echt das zumuten, dass ich da eine Stunde lang ein Video mache, wie ich Kabel verlege. Das kann nicht sein. Also ich mache ein Video, wenn es wieder Neuigkeiten gibt. Und das ist jetzt so der Fall. Also seit dieser Woche, seit letzter Woche bin ich wieder am Schaffen an der Anlage. Und ich habe jetzt, wie gesagt, die Riedkontakte alle verlegt. Da war der Marc war dann da, hat die Sache mit mir zusammen programmiert. Da bin ich jetzt auch wieder weiter im Thema drin. Ist ganz toll. Danke, Marc, für deine Unterstützung. Die ganze Hardware muss installiert werden, also die ganze Rückmelder, der Booster für die Weiche. Die CS3 ist jetzt weg von der Anlage. Die Echos habe ich umgezogen, also praktisch neben dem PC gestellt, dass alles steuerungsmäßig mal ein bisschen beieinander steht. Also von daher war da viel, viel Arbeit, viele, viele Stunden verbracht hier. Und es war, wie gesagt, es war brutal heiß, sodass ich noch 4-5 Stunden gesagt habe, jetzt ist Schluss, brechen wir ab. Ja, dann habe ich noch einen Besuch gehabt. Die Fängers waren da wieder. Mal kurz, die haben hier am Bodensee Urlaub gemacht und haben mich besucht zweimal. Haben wieder viel Spaß gehabt. Die Mädels haben mich durch die Polizei unterfahren lassen. Die Doro hat mir ein kleines Geschenkle mitgebracht, und zwar einen Steg für die Schlucht. Also kein Steg zum Essen, sondern einen Holzsteg. Und ja, ihr merkt vielleicht, ich rede ein bisschen komisch, das zischt so. Zwischendrin habe ich noch eine Zahn-OP, bin da jetzt noch in Behandlung. Von daher, aber alles gut. Ja, der Klaus Fänger hat dann an der Retroanlage die Weiche beschriftet, Weichebeschriftung, Schaltpultbeschriftung. Der Alex konnte eigentlich nur letzte Woche sporadisch kommen, weil er Dauernachtschicht hat im Moment. Und dann haben wir noch der Mike jetzt im Team, mehr oder weniger, ist ein Schüler, der hat uns unterstützt bei der Dokumentation der ganzen Rockrail-Geschichte. Das heißt, da kriegt ihr alles neue Adresse. Die Rückmelder haben eine Adresse, die Weiche haben eine Adresse, die Loks haben die Adresse, und das muss man alles zuweisen. Und da hat der sich 2 Tage bereit erklärt, hier am PC zu sitzen und das alles einzutippen. Das ist ja eine reine Tipparbeit. Natürlich auch Alex, danke für deine Unterstützung. Wir sind jetzt in der Zwischenzeit eigentlich ein richtig tolles Team geworden, und wir haben spaßeshalber letzte Woche mal gesagt, ob wir nicht einen Verein gründet. Modellbahnfreunde Grünkraut e.V., das ist jetzt mal gar nicht so abwegig, weil wir jetzt doch schon 4-5 Leute sind, die hier immer wieder herkommen und mitmachen. Ja, was ist sonst noch gegangen? Also ich habe dann gestern noch in der Schlucht weitergemacht. Durch das, dass die Rockrail-Geschichte jetzt im Shuttlebahnhof funktioniert und wir das praktisch jetzt auf die obere Paradestrecke so übertragen können, da ist jetzt eine gewisse Sicherheit da, zu sagen, okay, das klappt jetzt. Da hat der Marc und ich, wir haben dann am Sonntagvormittag noch die ganze Paradestreckenbereich oben geplant. Also was heißt geplant? Die Strecke ist ja da, aber wir haben dann eben gesagt, okay, hier müssen wir nochmal ein welche paar Drehe aus links, welche eben rechts welche machen. Dann haben wir die ganze Blöcke festgelegt, wo kommt jetzt ein Block hin, im Bahnhofsbereich zum Beispiel, an der Nebenbahn, wo machen wir Riedkontakte, wo setzen wir Signale. Also das ist
Komplettabschlüsse in Rockrail, im Plan. Das muss jetzt auf der Paradestrecke nur noch übertragen werden auf die Gleise und dann kann man eigentlich loslegen. Dann kann man eigentlich dann mit dem Rockrail fahren. Also da bin ich jetzt ganz froh, dass das soweit toll klappt. Ja, und jetzt kann ich auch in der Anlage dann endlich mit der Landschaft weiter und fertig machen. Das ist das nächste Projekt, das dann kommt, ist, wie geht es denn da weiter nach dem Beachstahl-Viadukt. Das Beachstahl-Viadukt wird die nächste ein bis zwei Wochen auch hingestellt und ist ja dann die Fortführung zum nächsten Element. Die Bodengrube wird fertig gemacht und dann gehen wir in die Planung parallel zum Bauen. Wie fahren wir denn weiter? Also angedacht ist ein kleiner Bereich, nochmal ein bisschen Berge, eine kleine Feldbahn damit integriere, in Art von einem Erzbergwerk. Dann ist angedacht, hier rüber zu fahren und da ein Bahnbetriebswerk einzubauen. Da müssen wir uns auch dann Gedanken machen mit Gleisplan und allem. So, das war jetzt mal, was sich so jetzt abgespielt hat die letzte Zeit. Und ein kleiner Vorausblick auf die nächste Zukunft. Und bleibe dran, es ist und bleibt spannend. Alles klar. Ciao, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Ja, von wegen schöne Restwoche. Was ich noch sagen will, wo ich vom Urlaub gekommen bin, habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass ich vor allem über 3000 Abonnenten habe. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung und für euer Interesse an meinem Kanal. Und ich von meiner Seite aus werde alles dazu tun, dass ich euch weiter mit Material versorge, weiter mit interessanten Filmen, weiter mit Tutorials, weiter mit Zugkraftversuche, weiter mit Landschaftsbau, weiter mit Rockrail. Also wie gesagt, es gibt viele, viele Themen, die hier noch zu behandeln sind und es wird nie, nie, nie langweilig werden. Nochmal danke für über 3000 Abonnenten, ihr seid klasse. Jetzt habe ich da nochmal was und zwar sieht man ja jetzt den Gleisplan Schatterbahnhof sehr großzügig hier gemacht. Jetzt habe ich mal die erste Harfe, die erste Weiche eintragen. Und wenn man hier eine Weiche einträgt, dann vergibt das Rockrail automatisch, das kann ich dann eine Nummer, in dem Fall SW48. Ich will die aber so benennen, wie sie bei mir bis jetzt noch gesteuert über die CS3 heißt und wie sie nachher auch übernommen werden soll. Und zwar Block, das will ich jetzt kein Block. So, hier habe ich das schon gemacht. Bis hier, wenn ich da mal auf Eigenschaften gehe, dann sieht man, die heißt Weiche 7 Schattenbahnhof. Und so ist die bei mir durchgängig beschriftet und durchgängig hinterlegt. Also in der CS3 an die Decoder ist so beschriftet, so dass ich dann immer weiß, welche Weiche jetzt gemeint ist. Dann gebe ich hier, also praktisch schreibe ich das da rein, zeige ich gleich nochmal. Dann ist es eine Rechtsweiche, ja, Untergruppe rechts, weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder ob der Standard rein muss, das muss ich mit dem Mark besprechen. So sieht es aus. Dann haben wir, das war glaube ich 7, 9, so, da ist jetzt eine, wo ich noch nicht geändert habe, wo Rockrail noch seine eigene Nummer vergeben hat. Da klicke ich jetzt drauf, gehe auf Eigenschaften. Schau mal, mein Brillputze. So, jetzt kann ich da eine eingeben. W9 SB, also Weiche 9 im Schattenbahnhof. Und das ist eine rechte Weiche. Da ist es schon eingeben. Rechts. Ich gebe jetzt einfach mal da eine rechts ein.
Und da hat er auch recht, da muss ich dann mit dem Markt sprechen, ob das soweit richtig ist oder war. Ist ein Klick, dann ist es wieder draußen. Dann gehe ich auf OK. Oh, die Kennung existiert bereits. Der Händler hat einen Fehler gemacht. 3, 5, 7, 9, 11 muss da rein. Nochmal. Also das Programm sagt einem auch, wenn man was doppelt hinterlegt, dass es schon da ist. W11 SB. Welche 11 Schattenbahnhof ist das? Rechts, rechts, rechts. Okay. Welche 9, welche 11? So geht es. Und jetzt mache ich die mal ganz durch alle. Das ist dann welche 13, das sind alle ungerade Zahlen hier und auf der Seite kommen dann welche 2, 4, 6 bis 22. Gut, also weiter geht's. So, liebe Freunde, jetzt haben wir Dienstag, der 22. nochmal. Es ist jetzt gleich 14 Uhr. Hier oben hat es jetzt fast unerträgliche 28 Grad. Und ich werde jetzt dann hier langsam abbrechen, weil mir läuft schon die Suppe das Knick runter. Also, was haben wir gemacht? Der Alex hat gestern hier das Programmiergleis, das ja auf der Teststrecke hinter war, hat er hierher umgebaut, angeschlossen. Das ist an der Ecos angeschlossen. Dann habe ich heute, oder gestern haben wir auch die Ecos umgezogen. Die steht jetzt körperlich hier, Programmiergleis, Hauptgleis, WLAN, LAN-Kabel dran. Und dann habe ich heute jetzt hier dieses Brett montiert und die ganze ESU-Komponente hier befestigt, also das Netzteil von der ECOS. Dann die Rückmeldedecoder von ESU, 4 Stück. Das heißt, es langt mir für 64 Kontaktgleise, Kontakte und so weiter. Und hier drunter ist der Verteiler des ECOS Link Terminal. An das werdet jetzt von der Unterseite her diese vier Rückmeldedecoder von ESU Artikelnummer 50096 angeschlossen. Das ist das Artikel 50099 von ESU. Dann des Weiteren habe ich hier den BIDI Booster. Da sind dann hier nachher über den Anschluss kommen die ganze M83 Decoder ran, dass das unabhängig voneinander auch mit Strom versorgt ist. Das heißt, ich habe jetzt hier praktisch so eine Art Booster drin für die Rückmeldedecoder und habe hier den BIDI Boost für die M83, sodass man nicht wieder mit dem Fahrstrom in Konflikt kommt oder mit dem Decoder von Deluxe in Konflikt kommt, dass man das gleich jetzt richtig macht. So, morgen wird dann meine Aufgabe sein, gehe jetzt mal hier rüber. Einmal kurz noch das Ding aufräumen. Hier unten seht ihr, die ganze Kabel, die runterhängen, die schwarz, weiß, braune, das sind die ganzen Riedkontakte. Das sind im Schattenbahnhof ca. 30 Stück. Die werde ich morgen die Kabel verlängern mit Vago-Klemme und dann die eben hier laut der Beschriftung. Also Riedkontakt 1 kommt dann hier auch hier an Anschluss 1 fortlaufend bis 16 in der erste und dann hier weiter. Da ist dann halt hier Nummer 1 ist dann entspricht 17. Das wird dann alles hier so eingebaut. Also ihr seht, es gibt eine Menge zu tun, aber es macht einen Heide Spaß. Dranbleiben. Es ist und bleibt spannend. So, jetzt geht's runter. Boah, alter Sack. Also, ich hocke mich da jetzt auf
Montagebrett, das haben wir mal ganz billig um einen Apfel und ein Ei selber zusammengebaut, eine Holzplatte, vier so Blumentrog, Roller drunter von Obi. Und was brauche ich jetzt noch? Abisolierzange, Klebeband, Klebeband und ein Karton voll Vakuumklemme habe ich auch noch. Ja, jetzt gehe ich mal da runter und mache das da runter hin. Und führe das hier durch zu den Rückmeldedekoder. Machen wir das nächste da hin. Was ist denn? Das ist natürlich über Kopf. Wenn man ein alter Sack ist und nicht so beweglich und wenn man eine Brille von der Wärme, von der Luftfeuchtigkeit da unten hat, dann alles nicht so witzig, aber es bringt uns ja vorwärts. Ich glaube, ihr habt da noch welche Hosensack, oder? Ja klar, coole Sache. Vago Klemme auf, Kabel rein, so einmal, zweimal. Befestige ich das da ein bisschen mit Klebeband unter an der Platte, das hat sich ganz gut bewährt. Also das, was ich da vor anderthalb Jahren gemacht habe, das hält halt immer noch. Wenn man das macht nachträglich, ich kann euch sagen, Leute, planet eure Anlage vorher sauber durch, dann passiert euch sowas nicht. Aber wie gesagt, wir haben auch schon einige geschrieben, es ändert sich immer was, ja, das stimmt. Aber das ist wie beim Häuslebauen oder bei allen anderen Sachen. Aber die Grundsätze sollte man eigentlich von vornherein richtig planen. Also ich mache jetzt da mal weiter. Jetzt habt ihr mal gesehen, was das für eine Kugelfuhr ist. Und ich melde mich dann, wenn ich wieder einen Schritt weiter bin. Samstagmittag 14 Uhr. Wir sehen hier den Marc. Am Rockrail, am Programmieren. Marc, was programmierst du jetzt gerade? Ich mache gerade die Rückmeldeadressen für die ganzen Rückmelder. Die Rückmeldeadressen vom Schattenbahnhof halt. Vom Schattenbahnhof. Wir haben vorher die Ecos programmiert, dass die alle bekannt sind. Und jetzt programmieren wir die Adressen ins Rockrail rein. Ja. Also wir haben mit der Hardware angefangen. Wir haben die ganze, kann ich mal zeigen. Die ganze Rückmeldedekoder. Vier Stück an der Zahl, wobei die noch nicht alle belegt sind. Die haben wir hat Marc der Ecos zugewiesen, durchnummeriert über den Ecos Link an die Ecos angeschlossen. Und so sieht das hier aus. Dann haben wir hier den Bidi Booster, an dem alle Weiche jetzt dran sind. Also das heißt, alle N83 Decoder, wo welche angeschlossen sind, sind da dran.
Und da ist zu beachten, dass man die ganze Decoder auf DCC umstellen muss. Funktioniert aber auch, oder hat auch funktioniert, da ist ja in der Beschreibung vom M83, kann ich mal zeigen, ist hier angegeben, Schalter 10, Schalter Nummer 10 muss auf On sein, dann ist mal DCC und dann je nachdem wie viel Decoder man hat, 1 bis 4, muss man dann hier den Tippschalter so stellen, den auf On, beim dritten Decoder Nummer 1 und so Nummer 2 auf On. Und jetzt testen wir gerade die ganze Einstarkkontakte, indem man nur ein Magnet drauf hebt. 9 ist gut. 8 ist gut. Mach dich schlank, Alex, du musst da reinkrabbeln. Er braucht sich jetzt schlank machen, der ist ja schlank. 7 ist gut. 6 ist gut. 4, gehen wir auf einen 5er noch, dieser 4er ist gut. 5 ist gut. 6 haben wir gehabt, gell? 6 hatten wir. 3, okay. Gut. Gut, 2 ist gut. 1 ist gut, perfekt, geht. Klasse. Das heißt also, hardwaremäßig ist alles mal richtig angeschlossen. Also die Schattenballungsgleise gehen jetzt. Jetzt müssen wir die Kontakte hier, die anderen Kontakte für die Ein- und Ausfahrgleise noch machen. Das machen wir jetzt in Ruhe. Das dauert jetzt noch ein bisschen, dann tun wir die noch. Alex, ist warm. Ja, ist gut. Soll ich mal rumlaufen, Alex? Ja, Leute, geht schon alles gut. So, Alex, jetzt fangen wir an, auf der Ecos zu gucken, wo die Kontakte liegen. Mhm. Jürgen, vielleicht sollst du uns dann mal zu den Kontakten hier gehen und dann, ihr müsst jetzt die Kontakte alle abfragen, wo die auf der Ecos liegen. Wie, was soll ich jetzt machen? Magnet auf den Kontakt, dann guck mal, wo es auf der Ecos ankommt. Also dann fange ich mit dem an. Du fängst einfach von da, das ist die Ausfahrt, ja, fängst einfach im Kreis einmal rum, dass wir alle Kontakte einmal abgeben. Okay, alles klar. Und dann kriegen wir Sonntagmorgen, 11 Uhr, na fast schon Mittag, 11 Uhr 6. So, jetzt haben wir dieses Wochenende durchgekämpft. Der Marc und ich, der Marc mehr, ich weniger. Ich war körperlich. Da trinkt er gerade seinen Kaffee. Mit noch. Der richtigen Tasse auch. mit der richtigen Tasse, genau. So, was haben wir denn geschafft am Wochenende? Wir haben geschafft, den Schattenbahnhof komplett zu hardwaremäßig einzurichten und den zu programmieren. Ja, so sieht der jetzt aus. Das heißt, alle Komponenten, die ihr hier seht, Rückmelder, Weiche, Blöcke, ist alles programmiert und alles in RockRail eingegeben. Testfahrt wurde gemacht, die Rückmelder funktionieren alle, die Weiche lassen sich alle schalten. Und dann gehen wir auf Paradestrecke. So sieht jetzt die Paradestrecke aus. Hier haben wir den Bahnhofsbereich. Mit den eingetragenen Blöcke. Hier, das ist der Anschluss zum Schattenbahnhof, wo die Züge nachher hochkommen bzw. wieder runterfahren. Hier oben haben wir so einen kleinen Nebenstreckenbahnhof eingebaut, wo ein paar Züge halten können. So sieht es jetzt aus. Und da ist jetzt die Aufgabe hier, die ganze Rückmelder zu setzen noch. Also das ist im oberen Bereich Paradestrecke noch nicht passiert, aber das wird da gemacht. Das nächste, die Weiche schaltet bereits alle. Das haben wir auch geschafft, alle Weichen schalten, ja. Die Weiche schaltet alle. Über RockRail. Und dann über RockRail und jetzt der Plan eben so auch gezeichnet, wie es in der Realität aussieht und wie nachher die Züge fahren sollen. Das ist nämlich noch ein eigenes Kapitel, sich Gedanken zu machen, wie sollen da eigentlich die Züge fahren. So. Und somit können wir jetzt sagen, dass wir ein erfolgreiches Wochenende hatten. Sehr erfolgreich. Hinter uns, sehr erfolgreich. Alles, wir sind sehr weit gekommen.
Und wenn ich das sagen darf, ich weiß es nicht, du willst auch einen YouTube-Kanal irgendwann mal vielleicht. Kommt vielleicht mal, dann geht es also, aber viel um Technik. Ja, der Marc möchte vielleicht jetzt irgendwann auch mal einen Kanal machen, da, bei dem geht es aber dann, wie ihr gerade gehört habt, verstärkt um Technik und da wird auch vielleicht das Rockrail-Thema zum Thema. Aber es geht viel um Technik, Elektrik, Elektronik, Steuerung. Modellbahnsteuerung, Möglichkeiten der Modellbahnsteuerung, genau, wie man Systeme miteinander kombinieren kann, genau, das Optimum rauszuholen, ohne viel Aufwand. Ja. Gut, also, dann sage ich jetzt mal einen schönen Restsonntag an euch alle. Und wir machen jetzt dann auch Feierabend. Das machen wir Feierabend, ja. Genau. So, liebe Freunde der Modellbahn, jetzt wird es wieder ernst. Nachdem wir das Wochenende durchgeschafft haben mit der Rockrail-Programmierung und da jetzt alles klar ist, wie an der Paradestrecke noch Umbauten vorzunehmen sind, also in ganz kleinem Maße, da sehen wir da drüben der Kopf vom Alex rausgucken. Da mussten wir jetzt nochmal zwei Weichenpaare umdrehen, also aus linke Weiche, rechte Weiche machen. Die sind aber schon einprogrammiert. Und dann haben wir hier am Computer. Hallo. Sitzt der Mike heute. Mike, was machst du? Ich schaue gerade nach den Sachen für die. Wie spricht man das immer aus? Rockrail? Rockrail, ja. Rockrail, Sachen tue ich gerade die Informationen alle zusammensuchen, dass der Jürgen da alles planen kann. Also, du machst Dokumentation, genau, machst du? Genau, Dokumentation, das ist so mein Part für heute. Ja, genau, ist ein junger Mann, der kennt sich aus, da fliegen die Finger über Tastatur, also unglaublich. Das ja. Macht der Mike heute, der hilft mir da. Also, ihr seht, wir sind ein riesen Team hier beim Schwäbischen Eisenbahnle. Und ich mache jetzt heute an der Schlucht die hier die Begrünung fertig. Seht ihr, die dunkelgrüne Stelle sind noch nicht begrast. Das mache ich jetzt fertig, sodass wir dann bald hier die, wo haben wir es? Hier die Hochzeit, sagt man so schön, im Beachtal-Viadukt vornehmen kann. Also da kommt dann das Beachtal-Viadukt drauf und geht dann über die Schlucht. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, und während man da, und dann kann ich hier am großen Segment, das ja jetzt hier nur abdeckt ist, kann ich dann die Städtegestaltung, die Feinarbeiten und so weiter machen. Da das die Rockrail-Geschichte dann abgeschlossen ist und jetzt klar ist, wo kommen die Kontakte hin, wo sind die Blöcke und so weiter und so weiter. Dann haben wir noch eine Neuerung, das zeige ich euch auch noch gleich. Ja, und hier sind die Änderungen. Also wir haben praktisch die Weiche gedreht. Die ging vorher von außen. Also ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, vom Innenkreis auf den Außenkreis zu kommen. Das war nötig, weil hier fahren wir ja runter in Schattenbahnhof. Halt hier geradeaus geht es in Schattenbahnhof runter. Hier kommen die Loks rauf vom Schattenbahnhof bzw. dann eben drüber Richtung Bahnhof. Das war das Erste. Und was hier auch komplett geändert ist, ihr seht, der viel diskutierte Kreis, der kleine Kreis, der durch die Stadt ging und keine Verbindung hatte zur Hauptstrecke, das haben wir versucht mit einer Kreuzungsweiche zu lösen. Das war aber hat uns alle nicht gefallen. Dann haben wir beschlossen, dass wir den hier komplett rausnehmen und einen Kreis mit Gleichstromschienen machen, den wir dann über einen Trafo ansteuern. Also ganz herkömmlich analog. Und da fährt dann durch diese Stadt eben eine Straßenbahn. Das ist jetzt der Plan und da haben wir das Problem dann gelöst, wie binden wir den Kreis an, da werden auf der einen Seite wäre es nur mit Kreuzungsweiche gegangen, auf der anderen Seite werden wir dann aber schon zu dicht an die andere Gleise von der Hauptstrecke wieder kommen und das lösen wir jetzt so. Guter Einfall und so machen wir das jetzt. Also ihr seht, es gibt
gibt viele Neuigkeiten. Es geht lustig und spannend weiter. Bleibt einfach nur dran. Wir sind immer für eine Überraschung gut. Und ja, ich freue mich jetzt drauf, hier weiterbauen zu können. Beziehungsweise fühle mich jetzt gerade der Alex. Er die Weiche anschließt, die Richtung Beachtal, Richtung Schweiz gegangen. Und dass man auch sieht, dass ich auch was mache und nicht bloß Film. Ja, nicht immer bloß bauen lassen. Gehe ich jetzt hier an die Schlucht, an die Schlucht aller Schluchten und mache hier grün hin. Da muss ich jetzt mal grob gucken. Das ist mir eigentlich zu groß. Dann schneide ich noch irgendwas kaputt, dann schneide ich gleich mal am Breckel ab. So. Dunkel. Genau. So, und wenn das ganze Ding jetzt geschlossen ist, dann zeige ich es euch wieder. So, das ist jetzt mal alles beklebt mit dieser Grasmatte. Und jetzt fange ich da mal ein paar Steine noch hinzumachen. Und dann noch Büsche. Da lasse ich die Kamera jetzt mal wieder mitlaufen. All that I could do is laugh. How could I?
So, jetzt haben wir Büschle und Bäumle noch. So, jetzt habe ich mir sitzenderweise gemütlich gemacht. Jetzt mache ich dieses Gebüsch da von der Firma. Na, wie heißt die Firma? Die Firma heißt MBR. Super Material zum Verschaffen, sowohl großflächig als auch kleinflächig. Das war keine Reklame, nur ich erwähne das nur, weil ich es gern verschaffe. So, dann nehme ich einfach so einen Strang raus, zupfe den ein bisschen auf. Klebe das da ran. Ja, und so weiter, das brauche ich jetzt nicht alles filmen, bis es ganz fertig ist, da zeige ich dann das fertige Ergebnis. So, Gräser, Büschel und so weiter, Steine sind dran, jetzt fange ich an, die Bäume anzubringen. Und zwar habe ich noch zwei Tüten Pfeifenputzer da und da wird wahrscheinlich das Geschrei jetzt auch wieder groß sein, aber das ist mir gerade wurscht. Ich sehe nicht ein, dass ich diese Bäume nicht verbauen soll. Weil so, wenn man das jetzt mal so sieht, ich habe da mal ein paar eingebaut. Schon. Ich finde, das sieht toll aus. Sieht gut aus. In der Masse sehen die wirklich nicht schlecht aus. Also, und da mache ich jetzt mal weiter und ja, viel Spaß beim Zugucken. Du kannst ruhig reden, wenn du was sagen willst. Stört mich nicht. Ich finde es nur toll, wie du es machst. Ach ja. So, zunächst gehe ich her. Muss ich mal kurz den Bildschirm drehen, damit ihr seht, was ich da filme. Also ich gehe jetzt her und zwicke da unten den Stamm ab. Und dann zwicke ich hier ein paar so Ästler ab, damit ich den an die schräge Steigung anbringen kann. Das sieht dann so aus. Dann den allseits beliebten Heißkleber dran machen. So. Und dann eben anbringen. Einfach, weil ich willst du hinten reinstecken, dann hebt er schon von der Leu. Aber dann mache ich jetzt mal noch 20, 30, 40 Stück hin.
Ja, Freunde, es ist Urlaubszeit, es ist Fahrradfahrzeit. Jetzt sind wir auf der Schweizer Seite unterwegs, meine Frau, mein Bruder und ich. Da hört ihr sie im Hintergrund ein bisschen. Da kommt sie schon. Und ich stand jetzt direkt am Ufer vom Bodensee, da drüben ist Konstanz. Ist das nicht schön, da ist Meersburg. Und weiter geht's. Und in der Schweiz fahren natürlich auch Züge. Und was für schöne.
Ja, und jetzt habe ich halt großspurig angekündigt, dass ich eigentlich an der Anlage weiterbauen wollte, aber überraschenderweise habe ich halt einen tollen Besuch gekriegt. Und zwar, die Familie Fenger ist da aus Ulm. Der Klaus verzweifelt an der Retroanlage. Entspannend? Ja. Gut. Normal täte jetzt im Hintergrund die Purple laufen, aber das dürfen wir aus urheberrechtlichen Gründen wieder nicht. Und hier bestätigt sich wieder der Vorwurf vieler Zuschauer, ich filme nur und baue nichts. Die Doro bastelt einen Steg für die Schlucht, für den See. Weil ich ihn dort sehen will. Ja, okay. Das ist ein Auftrag von mir an den Jürgen. Auftragsarbeit. So, jetzt werden wir hier ein paar schöne Stunden verbringen und unserem Hobby frönen. Klaus, die Lok fährt falsch rum. Nein, die fährt schon richtig. Die zieht ja, die fährt rückwärts. Die fährt Lok selber, fährt rückwärts. Falsch angeschlossen. Nein, ich sehe nicht genau, ob sie richtig steht. Hänger verloren. Polizeialarm. Das ist. Was ist jetzt wieder los? Also, ihr seht, wir haben einen Heidespaß. Eieiei.